In diesem Video werde ich eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zu ethisch-moralischen Fragestellungen kurz vorstellen. Der philosophische Teilbereich der Ethik beschäftigt sich unter anderem mit der Erkenntnis des Unterschieds zwischen Gut und Böse. Aus diesem Grund ist es notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, wie Menschen ihre moralischen Entscheidungen im Zusammenhang mit ihrem eigenen Erleben und Verhalten begründen. In der Ethik werden unter anderem die folgenden Arten der Begründung von moralischen Entscheidungen hinterfragt. So gibt es soziale Begründungen. Die Mehrheit entscheidet bei sozialen Begründungen, was als richtig oder falsch zu gelten hat. Es kommt beispielsweise zu einer sozialen Übereinkunft in Form von Gesetzen. Religiöse Begründungen. Religionen legen fest, was als richtig oder falsch zu gelten hat. Vertreterinnen und Vertreter einer Religion verbieten beispielsweise bestimmte Verhaltensweisen, da es aus ihrer Sicht Gott so nicht möchte. Biologische Begründungen. Vertreterinnen und Vertreter dieser Sichtweise gehen davon aus, dass die biologischen Anlagen eines Menschen einen wesentlichen Einfluss auf dessen moralische Entscheidungen haben. Diese Aufzählung von sozialen Begründungen, religiösen Begründungen und biologischen Begründungen zeigt, dass es unterschiedliche Auffassungen zum Ursprung und der Begründung von Moral gibt. Einige Denkerinnen und Denker gehen davon aus, dass es zur menschlichen Natur gehört, gut oder böse zu sein. Mit dem Begriff menschliche Natur bezeichnet man das, was typisch für das menschliche Erleben und Verhalten ist. Philosophinnen und Philosophen diskutieren, ob der Mensch in moralischer Hinsicht überhaupt oder bis zu welchem Grad beeinflussbar ist. Diese Fragestellung führt zur inhaltlichen Auseinandersetzung darüber, ob der Mensch einen freien Willen besitzt. Die Beschäftigung mit den Gesetzen, mit den Grenzen und Möglichkeiten des menschlichen Willens ist deshalb bedeutsam, da dieser als wesentliche Voraussetzung für moralische Entscheidungen gilt. Soziale Begründungen von Moral gehen davon aus, dass diesbezügliche Regeln und Überzeugungen durch eine überwiegende Zustimmung von beispielsweise der Mehrheitsbevölkerung oder einer bestimmten sozialen Gruppe wie dem Adel begründet wird. Eine Voraussetzung für diese Annahme ist, dass man den Menschen als soziales Wesen betrachtet, welches als Teil der Gesellschaft deren Einflüssen ausgesetzt ist. Schon Aristoteles meint, dass das Individuum stark durch die jeweilige Gesellschaft geprägt wird, und es eine Hauptaufgabe des Staates, der Gesellschaft sei, das Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Sokrates ist der Ansicht, dass es unter anderem die Pflicht des Individuums sei, die Vorstellungen der eigenen Gesellschaft hinsichtlich dessen, was richtig oder falsch sei, zu hinterfragen. Die Brisanz dieser Forderung des Sokrates wird beispielsweise dann deutlich, wenn man darauf hinweist, dass die menschenunwürdigen sogenannten Nürnberger Rassegesetze der Nationalsozialisten des Jahres 1935 in Form eines Gesetzes für alle Staatsbürger als verbindlich dargestellt wurden. Man erkennt in diesem Zusammenhang sehr deutlich, dass es sehr problematisch sein kann, wenn man es ausschließlich dem Gesetzgeber überlässt, zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Der Einfluss der sozialen Gemeinschaft auf das Individuum wurde in diesem Abschnitt bereits angesprochen. Die sogenannten Kommunitaristen betonen die Bedeutung der Werte und der Moral der Gemeinschaft, Familie, Gemeinde und Glaubensgemeinschaft für den einzelnen Menschen. Der Begriff Kommunitarismus wird abgeleitet vom lateinischen Wort communitas und bedeutet übersetzt Gemeinschaft. Kommunitaristen lehnen unter anderem einen übersteigerten Individualismus, der zum Egoismus entartet, ab. Sie meinen, dass, wenn man ausschließlich das Individuum in den Mittelpunkt stellt, dies in der Gemeinschaft zu einer Entsolidarisierung und einem Werteverfall führt. Ein Ziel der Kommunitaristen besteht im bürgerschaftlichen Engagement des oder der Einzelnen für die Gemeinschaft. In diesem Sinne sollten diesbezügliche Eigeninitiativen der Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden. Im Gegensatz zu den Kommunitaristen betonen die sogenannten Individualisten,
die Bedeutung der Werte und der Moral des oder der einzelnen Menschen. Individualisten streben Selbstverwirklichung und die Maximierung des eigenen ökonomischen und privaten Nutzens an. Damit gehen vielfach beim Individualisten der Rückzug in das Privatleben und der Rückzug aus der Gesellschaft mit einher. Die Bewegung des Individualismus wurde unter anderem besonders durch die Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert beeinflusst. Heute befürworten viele Vertreterinnen und Vertreter des Individualismus die Existenz eines bürokratischen Wohlfahrtsstaates, da dieser den einzelnen Menschen unter anderem eine soziale Absicherung bietet. Ein Kennzeichen religiöser Legitimation bzw. Rechtfertigung von Moral besteht darin, dass diese beispielsweise durch einen Verweis auf religiöse Wahrheiten und Gott begründet wird. Diese Form der Legitimation erweist sich als problematisch, da diese Form der Begründung von Menschen mit einer anderen Grundüberzeugung wie Atheisten und Agnostikern nicht anerkannt wird. So meinen Atheisten, dass es keinen Gott gibt, und Agnostiker betonen, dass im religiösen Bereich kein Wissen erlangt werden kann und dementsprechend eine Begründung von Moral mit Verweis auf religiöse Ansichten nicht sinnvoll ist. Es folgt hier eine kleine Auswahl von Beispielen, bei denen die Forderung nach einem bestimmten Verhalten religiös begründet wird. So gibt es etwa religiöse Tabus. Der Begriff Tabu kommt aus dem Polynesischen und kann mit unverletzlich, heilig und unberührbar übersetzt werden. Ein Beispiel für religiöse Tabus stellt das Verbot einer Gotteslästerung dar. Mythologisierung, ein weiteres Beispiel. Der Begriff Mythos kommt von einem altgriechischen Ausdruck abgeleitet und kann mit Wort, Rede und Erzählung übersetzt werden. Beispiele für Mythologisierung stellen Erzählungen über die Herkunft von Religionsgründern und den Ursprung der Welt dar. Ethische Überzeugungen. Die Gegenseitigkeitsregeln, mach dies, damit dann, ist ein Beispiel für eine ethische Überzeugung, die religiös begründet werden kann. Die christliche Moral bezieht sich unter anderem auch auf moralische Regeln wie die 10 Gebote. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang beispielsweise in der Theologie der katholischen Kirche der Begriff der Erbsünde verwendet, der unter anderem der für die leichte Beeinflussbarkeit und Verführbarkeit der menschlichen Natur steht. Ein Kennzeichen einer biologischen Begründung von Moral besteht darin, dass ein überaus starker Zusammenhang zwischen einerseits den körperlichen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens und andererseits der moralischen Entscheidungsfähigkeit angenommen wird. In diesem Sinne erhöht eine bestimmte genetische Disposition die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten, wie beispielsweise die Aggressionsbereitschaft eines Menschen. In diesem Zusammenhang muss kritisch angemerkt werden, dass es kein einzelnes Moralgen gibt und dementsprechend der Einfluss einzelner Gene auf eine bestimmte moralische Entscheidung des Individuums weder beweisbar noch wahrscheinlich ist. Das Gehirn funktioniert in der Art und Weise, dass jede Situation, in der sich der Mensch befindet, durch verschiedene Hirnzentren emotional bewertet wird, da die so erzeugten Gefühle wiederum die moralischen Entscheidungen des einzelnen Individuums beeinflussen, wird wiederum die diesbezüglich große Bedeutung des Gehirns deutlich. Wenn die Moral eines Menschen biologisch bedingt ist, stellt sich die Frage, ob moralisches oder amoralisches Verhalten vorhergesagt oder verhindert werden kann. Wenn dies möglich wäre, könnte man mögliche Täterinnen und Täter noch vor der Tatbegehung wegsperren und vielleicht auch belehren oder gar umerziehen. Hinsichtlich der Auffassung, ob moralische Vorstellungen allgemein gültig und damit für alle Menschen verpflichtend sind, gibt es zwei unterschiedliche Grundpositionen. Das wären der ethische Relativismus und der ethische Absolutismus. Zuerst zum ethischen Relativismus. Vertreterinnen und Vertreter dieser Sichtweise haben unter anderem den Grundsatz »Störe keine andere Kultur«. Sie lehnen allgemein verbindliche moralische Regelungen ab. Mögliche Gefahren
die sich aus dieser Sichtweise ergeben könnten, wären ein übersteigerter Individualismus und ein geringerer sozialer Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Ethischer Relativismus kann beispielsweise dazu führen, dass nichts gegen Formen der Kinderarbeit und Todesstrafe in anderen Gesellschaften unternommen wird. Nun zum ethischen Absolutismus. Vertreterinnen und Vertreter des ethischen Absolutismus befürworten allgemein verbindliche Vorschriften und Ansichten, wie die weltweite Ablehnung der Todesstrafe und der Befürwortung der demokratischen Staatsform. Eine mögliche Gefahr dieser Sichtweise kann darin bestehen, dass mit dem Anspruch auf den Besitz einer moralischen Wahrheit Formen der Intoleranz einhergehen können, wie etwa die Rechtfertigung von Diktaturen und des Einsatzes von Gewalt gegen Menschen mit anderen Überzeugungen. Die bisherigen Ausführungen führen zu einer Reihe von Fragestellungen. Gibt es einen oder mehrere Unterschiede zwischen Gesetz und Moral? Können wir uns tatsächlich zwischen Gut und Böse entscheiden? Liegen die wesentlichen Ursachen für moralische Entscheidungen im Individuum, in der Gesellschaft oder in der Biologie des Menschen? Sind bestimmte Handlungen und Gedanken unter allen Umständen in jeder Situation wahr oder falsch? Warum sollte man überhaupt ein guter Mensch sein und das Richtige tun? Besteht der eigentliche Sinn im Befolgen bestimmter Regeln oder im Nachdenken über die Folgen der eigenen Handlungen? Stellt die Ethik eine besondere Art von Wissen dar? Haben moralische Vorstellungen ihren Ursprung in der Gesellschaft, Religion, Gott oder dem Individuum?